Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Altes Live. Eine brandneue Folge. Ja, und ihr seht schon, wir haben hier richtig dickes Equipment am Start. Schicke Waffen und eine tolle Ausrüstung, denn wir sind auf einem neuen Server und sind bei den Rebellen untergekommen. Hier gibt es unter anderem Sniper, RPGs, Kampfjets gibt es hier. Es gibt ganz viele Hummingbirds, es gibt ganz viele Ifrits und so weiter und so fort. Und 200 Leute spielen hier auf dem Server. Ein riesen Tumult. Und wir haben uns heute hier getroffen, wollen mal ein paar Spiele überfallen, mal gucken, was hier passiert. Haben schon den einen oder anderen getroffen und ich möchte mich kurz bei einem netten Kerl bedanken, der uns damals hier ein bisschen geholfen hat auf dem Server. Ich weiß leider sein Nickname nicht mehr, weil das ging so schnell. Ja, also solltest du dieses Video sehen, vielen, vielen Dank an dich. Ja, du fühlst dich angesprochen. Danke für deine Einweisung, danke für deine Erklärung und natürlich für dein kleines Investment, was du uns da getätigt hast. Hat mich sehr gefreut und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Wir befinden uns in Rebellion City, eine kleine Stadt, eine Rebellenstadt. Es gibt insgesamt zwei Stück, es gibt nämlich noch Silent Hill, die ist ein bisschen weiter weg von hier. Und die üblichen Städte, Altira, Kavala und so weiter und so fort, Pygros. Was ist die andere Stadt noch, wisst ihr das? Mir fällt es gerade nicht. Silent Hill hast du schon? Genau, ja. Eigentlich ist die andere Rebellion City, ja. Genau. So, und das Ding ist, auf dem Server ist es so, also wir spielen sehr, sehr viele Cops und sehr viele Rebellenopfer gibt es auch noch und eben die Zivilisten. Und das Krasse ist, hier in Rebellion City ist ab und zu die Tatsache, dass die Cops die Stadt stürmen und alle festnehmen, die in der Stadt sind. Da gibt es hier richtige Feuergefechte. Mal gucken, ob wir das in dieser Session auch erleben. Ja, und dann gilt es noch zu sagen, wie gesagt, Kampfjets gibt es hier und die üblichen Sachen, Drogenfarmen und so weiter. Und hier sind eben, wie gesagt, 200 Leute auf dem Server, das heißt, wir können den einen oder anderen Spieler ausrauben, müssen aber nur aufpassen, dass wir selber nicht ausgeraubt werden. Und wir sehen alle ziemlich krass aus. Also hier gibt es auch richtig krasse Kriegsuniformen aus Armor. Man sieht es schon beim Krawalter. Das ist übrigens der Curry. Hallo Curry. Ja. Was hast du denn für eine Waffe? Ich glaube, wir haben alle die Katiba, ne? Ja. Du auch, Major? Katiba 6,5. Ja. Ja, ich zeig mal auch mal ganz kurz meine Waffe. Ah. Ah, so, ja, Sir. Auf jeden Fall ist das hier mein Typ. Ja, ich habe einen Helm auf dem Kopf und fühle mich cool. ich finde, das sieht Hammer aus. Also so macht es sich richtig geil hier in Altes. Vor allem das Ding ist, es gibt auch Sniper hier. Und der Curry hat mal aus Testhalber mit einem Sniper schießen können. Boah, das ist so mega laut, aber richtig geil. Aber Hammer. Okay, das hier ist unser Wagen. Ja, den haben wir gekauft. Wir kriegen hier pro Stunde auch deutlich mehr Geld als auf den anderen Server. Der natürlich nicht schlecht war, der andere Server. Ja, ich steige nochmal kackendreist als Fahrer ein. Ich steige auch mal dazu. Der andere Server war absolut nicht schlecht, möchte ich dazu sagen. Aber wir wollen jetzt einfach mal gucken, was es sonst noch für Server gibt. Und dann sind wir auf den Server hier gestoßen. Und hier gibt es wirklich viel, viel mehr, ich würde sagen, Militärsachen, oder Jungs? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es ja Jets und Kampfhelis, die allerdings nicht, leider nicht bewaffnet sind. Ja, Drohnen sieht man hier auch einige Male drüber fliegen. Haben wir auch gerade wieder gesehen. Also hier gibt es auf jeden Fall... Oh, da startet gerade ein Helikopter. Da, ja, da, hier. Genau. Den meinte ich zum Beispiel. Was ist das denn? Ist aber auch wieder ein anderer, ne? Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie so eine Viper, ne? Ja, ja, ist ja. Ach nee, das ist sogar der, den wir schon mal geflogen sind. Aber das Problem ist, wie der Curry schon angesprochen hat, die können leider nicht schießen, die Dinger. Weil das wäre natürlich dann overpowered, ja? Ja. Aber die Kampfjets und die Helikopter sind eben, um ein bisschen rumzufliegen. Aber zum Beispiel gibt es bei den Helikoptern so Ohrschützer und so weiter. Und die Admins vom Server, die arbeiten ständig an Erweiterungen. Jetzt sollen bald auch neue Sachen dazukommen und so weiter. Also ich bin da mal gespannt, ja, was uns da alles so erwartet. Und welche Erneuerungen hier kommen. Also Sanitäter, ADAC und so gibt es natürlich auch alles hier, wie wir es kennen. Ich fahre auch einfach mal drauf los. Wo sollen wir denn hinfahren als erstes? Habt ihr da eine Idee, Major? Bronze? Das ist die Frage. Also wo könnten wir Spieler treffen? Eigentlich also kannst du ja theoretisch überall Spieler treffen. Die nächste Stadt ist natürlich in Pyrgos, ne? Also wenn du jetzt immer weiter fährst. Ja, aber das ist ja Safe Zone, da dürfen wir ja nicht überfallen. Ja. Wir sind jetzt gleich in Panagia, die nächste Stadt, die jetzt kommt. Ja, da ist auch nur so ein Geldautomat. Ja. Wie weit ist denn von hier der Händler, der Drogenhändler zum Beispiel oder die Kupfermine oder sowas? Weil wir müssen ja echt erstmal ein bisschen Geld machen, ne? Wir sind jetzt wirklich ganz unten erstmal wieder. Denn wir können den Profit vom letzten Server natürlich nicht mitnehmen. Glashändler gibt es hier in der Nähe. Der so lukrativ ist, weiß ich aber nicht. Warte, ich halte mal kurz hier Programm auf die Karte. Schwer zu sagen. Die also rechts wäre dann Eisen- und Kupferhändler. Sandgrube gibt es hier auch noch auf der Hälfte. Ja, Heroinverarbeiter ist weiter weg. Okay, wie weit? Wo ist Heroinverarbeiter, der Heroinverarbeiter, ja. Ganz im Norden, Nordosten.
Ja, da wäre natürlich jetzt ein Helikopter. Thunfischhändler, gut, ne? Da habe ich schon gehört. Thunfischhändler wäre auch mal interessant, ja. Genau, ja. Wo ist der Thunfischhändler? Auch ganz im Norden. Der ist ganz im Norden. Ganz oben, ja. Also wo sich die wo sich die Insel teilt, quasi. Ja, also das Ding ist, wir sind halt sehr weit unten. Ja, wir könnten natürlich mal in das PvP-RDM-Gebiet fahren. Ne? Wo ist das denn? Das ist genau unter uns. Und mal gucken, ob wir da was reißen können. Aber das ist natürlich dann extrem krass, wenn wir da drauf gehen. Und ich glaube, da findest du 100% die ein oder andere Action. Aber ja, wollen da wir ist das? Auf jeden Fall sofort schießen, ne? Ja, nee. Nee, ne? Dann, weil ja. Du kommst da rein und wirst bestimmt direkt weggesniped. Das ja, ich guck grad mal. Wahrscheinlich gibt es da viele Leute, die da einfach nur liegen den halben Tag und auf Leute warten. Thunfischhändler gibt es auch westlich von der einen Insel, wo wir mal über die Geiselnahmen machen wollten. Mhm. Ja, so weit ist das auch nicht, Leute. Da könnten wir jetzt halt hinfahren. Das ist 10 Kilometer. Darunter ist ein Organhändler. Ach genau, Organhändler, Supermajor, dass du es gut gerade ansprichst. Der Organhändler ist richtig krass. Also wenn man hier jemanden überfällt, kann man dem seine Niere zum Beispiel rausschneiden und die beim Organhändler verkaufen. Voll heftig. Ja, das ist schon krass. Okay. Ich höre einen Helikopter. Ja, das könnten wir ja auch mal machen, oder? Wir können ja mal Leute überfallen, die Nieren rausschneiden, die dann verkaufen. Ja, wir müssen Geld machen, ne? Wir sind ja... Aber wir bräuchten ja erstmal jetzt eine Gegend, wo wir hinfahren können. Ich gucke gerade mal ein bisschen auf die Karte. Auch gerade. Ja. Eigentlich könntest du währenddessen schon mal fahren, einfach auf der Hauptstraße entlang. Sonst... Okay, ich fahre mal geradeaus weiter, genau. Was haltet ihr davon, wenn wir außerhalb von Pyrgos die Straßen zum Beispiel uns mal ansehen und dann zum Beispiel auf Spieler warten, die aus Pyrgos rausfahren? Gibt es ja wahrscheinlich auch, oder? Aber meinst du, dort findest du dann die Leute, die Geld auf dem Konto... Klar, so, natürlich. Ja. Es könnten Leute sein, die Geld auf das Konto transferieren wollen, da die ja Bargeld kriegen, ne? Wäre eine Möglichkeit, aber... Ja, nee, aber am Händler wäre schon besser, ne? Das stimmt schon, ja. Wenn dann die Leute verkaufen wollen, dann können wir die überfallen oder die sollen dann verkaufen und dann überfallen wir die. Dann müssen wir am besten zum Händler fahren, ja. Wir können natürlich aber die Todeskurve nehmen wieder. Ja, auch eine Möglichkeit. Na gut, die ist aber extrem weit weg, ne? Naja, alle Hotspots sind jetzt weit weg. Ja. Ja, aber das gehört zu Altes dazu, dass man nochmal fährt. Aber ich habe mal kurz eine Frage, habt ihr auch immer minimale Nachlader? Ja, ne? Nee. Das liegt, glaube ich, am Server... Okay, dann muss ich dann nachher mal eine Einstellung checken. Du musst aber auf jeden Fall erstmal auf die Hauptstraße wieder zurück, weil du fährst gerade irgendwo in der Pampa rum. Das ist doch schön, wir können mal ein bisschen Zeit ziehen machen. Yeah! Warte, Curry, übernimm du mal das Steuer, bleib mal stehen. Ich sitze hinten. Ja, hier, kannst aussteigen, kannst rein. Warum? Mach doch. Weil der Grund so Weil du wieder so faul bist, oder was? Nee, weil du besser fahren kannst. Ich habe gerade schon beinahe einen Unfall gebaut. Ja. Ach, guck mal, da oben sind Windräder. Habt ihr ein Repair-Kit dabei? Ja, habe ich. Ja, dabei. Ich auch. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz. Ah, wie krass das aussieht, wie die hinten so drauf sitzen, die Terroristen, weißt du? Wie im Bandanas und so. Hammer, ne, Bronze? Ja, wie so Hobby-Terroristen, ne? So, 700 Meter, dann kommen wir wieder auf die Hauptstraße. Wunderbar. So, ich habe HDR angestellt, gehabt auf Standard. Jetzt habe ich es mal runtergestellt. Ist ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall Altes Live. Mal gucken. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was jetzt passiert, weil bei diesem Let's Play ist es ja so, dass es immer so Momente gibt, die das Spiel ja eben beschreiben. Also es kann sein, dass es mal hier Action gibt, dann gibt es mal nix und so. Das hatten wir schon so oft, ja. Und wir hatten ja schon Geiselnahmen ausprobiert und alles. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob wir das Geld mit der Tatsache machen können, dass wir Spiele überfallen. Also wenn wir einen Truck sehen oder so, halten wir den mal an. Mal gucken, was da passiert alles. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Aber Rebellion City, da müssen doch eigentlich im Umkreis Leute sein, ja. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, was es hier alles auf dem Server gibt. Wir sind hier praktisch frisch unterwegs, ja, haben natürlich ein bisschen schon gespielt, wenn wir ehrlich sind. Ich würde mal sagen, so ein, zwei Spielstunden haben wir schon oder mehr sogar auf dem Server, einfach um ein bisschen uns vertraut zu machen mit den ganzen Sachen, die es hier gibt. Und jetzt ist halt so, dass wir wirklich mal gucken, was, wo hier was abgeht. Und ich muss sagen, ich finde schon krass, dass es Server mit 200 Leuten gibt, ne? Ja, 200 Leuten, ey. Ja, und die Performance ist Hammer. Ja, also bei mir ist ab und zu immer so kurz Nachlader, aber sonst kann man mitleben. Ich spiele gerade konstant mit 60 FPS. Also auf den anderen Servern war das schon chaotischer als jetzt, ne? Ja, das stimmt. Also hier in der Nähe ist jetzt der Glashändler 2. Ich weiß nicht, ob wir dort mal vorbeisehen wollen, ob sich das lohnt. Ja, wir können es nur probieren, ne? Aber Glas, ja gut, ich weiß nicht, was Glas bringt, ne? Wo ist denn der Glashändler hier? Warte mal. Achso, jetzt hier rechts rein dann. Der müsste hier rechts sein, ja. Ja gut, ja, fahren wir einfach mal ganz schnell vorbei. Ja. Das ist ja eh jetzt hier.
Hat ja, schadet ja nicht. Wir sind heute einfach mal ein bisschen auf Besichtigungstour. Ja, das haben wir eigentlich viel zu selten gemacht, finde ich, ne? Dass wir mal ein bisschen mit dem einfach in den Wagen reingejumpt sind und ein bisschen die Karte so abgefahren haben, weil wir sind ja immer eigentlich mit dem Helikopter unterwegs gewesen und hatten Ziele und so. Und jetzt, boah, ich dachte, nimm das Schild mit. Und jetzt ja, müssen wir einfach. Jetzt fährst du voll. Achso. Ja, hier runter. Ja, genau, da ist es ja. Aber da ist nichts. Die sieht auf jeden Fall sehr belebt aus. Ja, dass hier nicht direkt einer sein wird, ist klar. Ja. Ne? Ja. Ist das denn auch der Glashändler hier, oder bin ja. ich falsch? Ja, ja, das ist Glashändler 2, ja. Mach doch Steuerung M, Curry. Richtig. Steuerung M. Also rechte Steuerung und M. Ach so. Ne? Alter, pass auf. Was ist das? Ich dachte, du fährst das Ding jetzt um. Was kriegt man denn hier? Bleib mal hier stehen. Wir können da mal abchecken. Kurz gucken, was das bringt. Ja? Bleib mal stehen, Curry. Nicht fahren jetzt. Nicht, dass du uns auszusehen umfährst, wie der Bronze mit dem Quad. Glass Trader. Nix. Steht noch nichts. Ja gut, du brauchst, glaube ich, was dafür. Ne? Ja, kannst du so wahrscheinlich nicht einsehen. Hm. Okay, weiter geht's. Okay, dann fahren wir jetzt weiter, oder was? Okay. Ja. Alles klar, Glashändler gesehen. Alter, der fährt das. Ja, das hört sich mal, ja, muss dazu sagen, das hört sich mal krasser an, als es in Wirklichkeit ist. Ja. Eine kleine Story noch nebenbei. Die Entwickler von Arma haben kürzlich einen Trailer rausgehauen mit 33 Sachen, die man über Arma wissen sollte. Und da gab es eine große Ankündigung für das erste richtig große DLC, also Download-Content. Ich weiß nicht, wann das kommt, aber Peter Zwiegert wurde getötet, sehe ich da gerade. Achso, ich dachte, was lacht er denn jetzt? Er hat seine Schulden nicht bezahlt. Peter Zwiegert! Kennt ihr das von Switch? Ja, ja. Wo der dann im Puff ist. Und dann sagt der Zuhälter so, was sagt man zu Onkel Zwiegert? Und dann gehen die Nutten so unter Wasser, so blub, blub, blub. Danke, Peter. Bescheuert. Und was? Oh Gott, mit welcher Taste kann man auf den Bankautomaten zugreifen? Ja, der spielt anscheinend nicht so. Oh, den Stiefel. Gut, wir sind jetzt auch nicht die Oberpros, ne, muss man natürlich sagen. Aber sowas sollte man schon eigentlich wissen. Naja. Ja, Metzger, wie findest du den Server denn bisher? So, was du so gesehen hast und besser als der andere Server auf jeden Fall. Ja? Und die Leute, die Warum? Sind besser drauf, Performance besser, Equipment besser. Dass ja, es noch find, für Rebellen die ganzen Gebiete gibt, finde ich auch super. Ich finde, genau. Und ich finde, hier ist weniger, wie soll man sagen, jetzt hart ausgerückt, weniger Kiddies. Ja, ja. Ja. Ja, du hast mehr Möglichkeiten, finde ich einfach. Ja. Weil mit Kiddies meine ich Leute, das hat der Major ja angesprochen, letztens. Auf dem anderen Server war das tatsächlich so. Also wie gesagt, der andere Server ist nicht schlecht von den Inhalten her und so. Ne? Nee. Versteht das nicht falsch. Also die haben da auch super viel Arbeit reingesteckt. Aber was ich sagen wollte ist, bei dem anderen Server war das so, du bist in Kavala gewesen. Da können ja die Admins nichts für, muss man ja auch sagen. Da warst du in Kavala und dann kamen halt Spieler, die dann gesagt haben zu den Polizisten, willst du mir blasen und so. Und die Polizisten sind halt darauf eingegangen, Roleplay-mäßig. Und auf dem Server ist es so, wenn du Roleplay gar nicht betreibst, kann es sein, dass du sogar gekickt wirst. Ja? Wobei wir schon eine Erfahrung gemacht haben, die nicht positiv war. Die nicht positiv war. Kann man ja mal anschneiden. Also wir haben eine Geiselnahme gemacht und die wurde dann unterbunden. Also die Polizisten haben dann die Amins haben dann zwei Polizisten auf die Insel geschickt, ohne Ankündigung. Die haben wir dann erschossen, ja, weil warum sollen wir uns denn ergeben? Genau. Und dann wurden wir auf den Teamspeak gerufen mit der Begründung, dass wir ja die Regel verstoßen hätten, weil wir mit der Geisel kooperiert hätten. Und zwar war die Geisel von uns, die haben wir gesucht, ein Rebelle war das, aber die Geisel war auch wirklich eine Geisel mit erhobenen Händen. Wir haben ihm das Handy entzogen, alles richtig gemacht. Und naja, letztendlich war es dann so, dass er uns erklärt hat, dass wir uns ja nicht an die Regeln gehalten haben. Dazu muss man sagen, dass es nicht, dass die Polizisten, es waren glaube ich 10 Stück auf dem Server und die waren aber alle damit beschäftigt, an einem Server rumzuscripten, was wir nicht wissen können. Ja, auf jeden Fall, das Ergebnis war dann, dass wir ja die Geiselnahme abbrechen mussten, die ganzen 3-4 Folgen, die wir aufgenommen haben, alle wegschmeißen mussten, ja, löschen mussten. Und ja, ist ein bisschen schade eigentlich sowas. Natürlich respektieren wir das dann von den Admins, muss man ja fairerweise sagen, weil die Admins beschließen das dann und wir können nichts machen. Wir haben versucht, denen das noch zu erklären, weil der Major dann versucht hat, mit Roleplay zu argumentieren, weil ist ja ein Roleplay-Server. Und das wurde dann strikt abgelehnt. Und bei denen ist das auf dem Teamspeak tatsächlich auch so, dass die dich einfach muten, wenn du redest. oder wenn du, die reden dann, aber du kannst nicht sagen, die hören dich nicht. Und das ist ein bisschen, naja. Also da muss noch dran gearbeitet werden. Das ist der moderne runde Tisch. Ja, da vorne ist einer, pass auf, Leute. Ja, aber hier ist Safe Zone, also hier können wir nichts machen. Ich sag nur, was ist das denn, göttliche Absprache? Nein, bitte lass kein Polizist sein, ich dachte schon. Assassine ist das, Mann. Pass auf.
Hä? Was ist das denn hier für eine göttlicher was? Hier ist Pyrgos. Ne, hier steht göttlicher Absprung. Was ist denn der göttliche Absprung? Guck, links von uns. Sollen wir mal links fahren? Ja, der Curry hat kein GPS, glaube ich. Doch, habe ich. Ich sehe das ja auch, aber ich sehe ja nicht die ganze... Hier, das ist der göttliche Absprung. Hier, bleib mal hier stehen. Ich will mal gerne gucken, was das ist. Nicht fahren, ja? Das ist wahrscheinlich eine Kirche. Das gute alte Clubhaus. Ja, das Clubhaus steht ja von uns in Kavala. Aber da ist so ein Terminal. Lass da mal hingehen. Ja, aber kann man hier rein? Ja. Park mal. Der göttliche Absprung. Ach, guck mal, hier ist auch eine Map. Okay. Sehr interessant. Bitte warten. Worauf warte ich jetzt? Kommt da bestimmt so ein LOL. Medical Assistance, bitte warten. Hä? Du musst in der Nähe des Doktors bleiben, ach während so, du geheilt wirst. Du kannst dich da heilen, glaube ich, ne? Ah, hör mal. Die Kirche. Ach, hier ist ein Halo Jump, okay? Ah, doch, Bronze, nicht den Halo Jump machen, ne? Nee, das kann man den da einfach so machen? Ja, du kannst da hingehen. Was cool, müssen wir eigentlich mal machen, ey? Ja, können wir alles noch zeigen. Ne? Wir sind ja gerade echt. Curry, immer nur fahren, wenn alle drin sind. Du wärst jetzt gerade beinahe losgefahren. Und dann wäre ich einen rausgeglitscht und dann wäre alles am Arsch gewesen. Ja. Aufpassen. Ja. Wäre dafür, dass wir mal zu der Todeskurve fahren, oder? Eine andere Möglichkeit finde ich gerade gar nicht. Ja, machen wir jetzt. Weißt du, wie du fahren musst? Einfach der Hauptstraße folgen, dann kommen wir an der Küste gleich vorbei und so. Das fährt dann einmal rum. Ja, also liebe Zuschauer, nochmal ganz kurz, wir schneiden unsere Folgen wirklich nur im äußersten Fall. Also es kann sein, dass es mal geschnitten wird, aber es gibt auch Folgen. Also in der Folge habe ich euch ein bisschen den Server erklärt und so weiter. Und in der nächsten Folge passiert dann vielleicht was. Vielleicht auch in dieser Folge noch mal sehen. Was ist denn das da vorne für eine Kuppel? Wo ist denn hier eigentlich die Bank, Leute? Wisst ihr das? Wahrscheinlich. Könnt ihr mal auf der Karte gucken. Ich kann das jetzt gerade nicht machen. Ich mach das mal eben. Moment. Das wäre sehr lieb. Ich habe die Zentralbank selber noch nicht gefunden auf der Karte. Autoschieber gibt es hier, aha. Ja, das ist geil. Da könnten wir dann Ifritz und so verkaufen. Ne? Das gab es auf den anderen Server ja beispielsweise ja, nicht. SEK-Hunter und so, ne? Ja. Ach, die können wir dann da einfach verkaufen, ja, oder was? Ja, das ist ja super. Ah, das ist das super, ja. Gehen wir noch die ja noch dabei. Können wir noch ein paar Autos klauen später und die dann einfach verkaufen da. Ja, also man hat hier super viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Was ich mich aber frage, kann man Tankstellen hier überfallen? Weiß ich nicht. Können wir mal eben anhalten hier. Ja. Kannst du einfach mal nachgucken. Zentralbank. Was ist hier mal stehen, Zentralbank? Gibt es überhaupt eine Zentralbank? Mach mal den Motor immer aus, ja? Gute Frage. Ach, du tankst ja gerade direkt, das ist gut. Ne, hier ist keiner, Curry, kann man nicht. Was ist denn hier? Kann man hier was machen? Das ist eine Burgerbude, da kannst du ja schreiben, wenn man sich da irgendwas zu essen kaufen könnte. Ne? Aber hier steht keiner. Das wäre natürlich, glaube ich, auf der Karte markiert dann. Habt ihr denn was zu essen dabei? Ja. Sehr schön. Gut ausgerüstet heute. Wart ihr auch alle schon auf Klo? Ja. Wann sind wir da, Mami? Wann sind wir da, Herr Curry? Ich muss Pipi. Und Lass einfach laufen. Hier sitzt der Curry übrigens am Steuer. Ja, das ist was früher immer sich im Auto gemacht. Der hat mal einfach laufen lassen. Ja, ne? Ah, oh, da war es schön warm, brauchst kein Heizung. Ich hab grad keine Ahnung, wo die Zentrale ist. Besser als die Raststätten-Klos. Boah, ist voll eklig. Doch. Wo denn? Wenn es sein soll, ganz nordwestlich gesehen. Briefgold, Bankgold steht da. Ach so. Ach jo. Briefgold. Bin mir jetzt nicht sicher, ne, aber. Das hört sich doch an wie eine Zentralbank, oder? Oh, auf der Map gibt es aber so viele Sachen hier auf dem Server, ja. Ne? Das ist schon krass. Gang, hier ist ein Ganggebiet auch, ne? Muss ja aufpassen, Leute. So, jetzt fahren wir nach... Ah, okay. Aber hier vor uns ist auch das Airfield, ne? Vielleicht können wir mal... Ja, wir kommen auf jeden Fall gleich beim Airfield vorbei. Ja. Weil das Ganggebiet, das kann man ja einnehmen, ne? Ja, das können wir auch mal probieren. Dort spezielle Sachen. Aber ob das nur geht, wenn du wirklich so eine Rebellenausrüstung hast oder wenn du ein Opfer bist, ich weiß es nicht. Opfer bist du ja sowieso, Curry. Ich glaube, im Moment ist das nicht für uns sowas, ne? Nee, das ist noch ein bisschen zu früh. Wir sollten erstmal ein bisschen gucken, dass wir Geld machen, weil wir haben überhaupt nichts. Ja, ich meine, wir können ja auch die Autos klauen und dann einfach beim Autoschieber da. Ja. Kann man da vorne für am besten wäre, wenn wir den Helikopter hätten sogar, der Autos anheben kann, ne? Aber dafür brauchst du ja das DLC. Ja, das muss ich mir echt mal installieren nur. Das kostet 2 Euro oder sowas, glaube ich. Also, das kann ich verkraften. Was ist denn links von uns? Ein Glaser. Ah, okay. Oh, guck mal, hier steht so ein Laster. Oh, fahren wir da hin. Links. Okay. Was ist der denn hier? Yo. Können wir mal Hallo sagen? Der fährt mal stehen. Fragen, ob man denen helfen kann, ne? Ja. Ist da jemand drin? Oh, da kommt noch jemand gefahren. Kommt noch mal. Bleib mal drin. Genau. Ah, der fährt einfach weiter. Sollen wir alle aussteigen?
Ich hab Warte Dietrich mal, der dabei, steht Leute, hier ne? so offen, Alter. Hast du Dietrich dabei? Ja. Major, gib mir mal Deckung, ja? Ja, so, wie benutze ich die Dietriche? Die dürfen dich eh nicht abknallen, Dennis. Also ich kann den nur. Ach, der ist kaputt, der Wagen. Warum dürfen egal. Die das nicht? Ich kann den reparieren, warte ja, mal. Ja, ihr müsst den auf jeden Fall reparieren, dann knacken wir den, dann verkaufen wir den. Ist soll ich reparieren? RDM, aber da steht ein Truck hinter euch, der ist angehalten. Ja, pass auf, Jungs. Bronze. Bronze, kannst du mal dem Truck-Typen da sagen, der soll sich verziehen, so ganz. Ja, ja, sonst musst du leider das Feuer öffnen, sag denn das geil, einfach. Ja, der ist ausgeschieden, der kommt dir entgegen. Wo ist der denn? Sag einfach, der soll sich verziehen. Am Straßenrand. Also der soll bitte weggehen. Aber nimm die Waffe in Hand, Bronze, ne? Ja, ja, hat er schon, hat er schon. Er fährt weg. Oder? Ja. Ja, er fährt, ja. Aber bleibt trotzdem stehen und ziel noch. Ja, die dürfen sowieso nicht schießen, ohne Ankündigung. Von daher alles gut. Okay, ey, wäre geil, wenn wir die Karre jetzt hier direkt hätten. Ja, das wäre super, ey. Ich repariere den gerade. Da ist an der Küste, Leute, noch ein, dieselbe Sorte. Ja, ich sehe es gerade. Okay, ja, ich hab noch einen. Soll ich da mal hinfahren? Nein, wartet erst den hier. Aber wer lässt die beiden denn hier einfach so stehen? Ich glaube, weil die kaputt sind, die hatten wahrscheinlich echt keine. Ja, wahrscheinlich jemand, der ganz viel Geld hat. Ja, das kann uns ja egal sein, ne? Wenn der abgeschlossen ist, dann denkt er sich vielleicht erstmal nichts dabei. Okay, ich habe das Fahrzeug repariert, aber wie kann ich den knacken? Jetzt musst du den Dietrich benutzen. Du musst auf Dietrich gehen und dann benutzen einfach. Okay, ich. Dietrich. Also ich habe das noch nie gemacht. Die Umgebung ab. Ah ja, aufbrechen, genau. Das heißt aber nicht, dass das direkt beim ersten Mal funktioniert, ne? Ja, ich habe aber nur einen dabei, scheiße. Ernsthaft? Ich hab einen. Okay. Ey, aber der. Nein, guck mal, da sitzt sogar einer drin, der hat keine Reifen mehr, der fährt die ganze Zeit da rum. Wollen wir dem mal Hallo sagen? Wo? An der Küste, der fährt. Der? Warte, lass mich jetzt erstmal gucken, ob ich den knacken kann. Gib mir Deckung, der fährt Leute. Wirklich. Immer eins nach dem anderen, ja, Major? Ja. Weil nicht, dass wir gleich den Überblick verlieren. Ja, das stimmt. Okay, du bist noch dabei zu knacken, ne? Ja, 56%. Den an der Küste können wir gleich mal abchecken. Dann nehmen wir seinen Wagen. Habt ihr nur einen Dietrich geholt, oder was? Warum das? Ich hab gedacht, ich hätte mir mehrere geholt. Ich hab mir anscheinend nur einen gekauft. Ja, ich habe auch noch zwei dabei, glaube ich. Ach, warte super. Mal. Und wie sieht's aus? Ja, zwei habe ich auch noch. 90% jetzt. Sieht so aus, als ob ich das Auto anbete. Dennis ist schon mal strafbar jetzt. Hast dich aber strafbar gemacht. Ja, okay. Oh, ja, nice. Super. Geil, Alter, die Karre ist auf. Steig ein. Okay, steig bei mir ein, dann fahren wir da rüber. Nee, Curry, fahr du hier in den Truck, ich fahr den Dings hier. Warte, Alter. Der Piep. Wie geht die Alarmanlage aus? Aber komm, ich fahr einen Truck. Nee, die geht schon von alleine. Die geht nach einer Zeit aus. Will jemand bei mir mitfahren, dann fahren wir schon mal rüber. Wie machst du den auf? Ich komme, bleib stehen, Curry. Gib mir den Schlüssel einfach. Okay, warte. Schlüssel, genau. Ich hab nur für den Geländewagen den Schlüssel, Major. Ja, aber es wird hinten, ne, egal. Fahr einfach. Stand da nicht, dass du erfolgreich irgendwie einen Schlüssel bekommst? Ja, ne, da stand der Dings ist. Vorsicht! Pass auf, Alter! Oh. Da stand, der ist aufgebrochen. Oh, hier müssen wir vorsichtig sein. Ob wir hier rüberfahren können? Nee, ich glaube nicht. Lass uns mal lieber rüberlaufen. Sicher? Ich glaube, wir können hier rüberfahren. Durch das Wasser? Passiert nichts. Lass mich mal bitte aussteigen vorher. Wenn du da jetzt durchfahren willst. Hä? Warte mal. Du hast doch aufgebrochen. Okay, warte, ich schließe ab und dann steige ich aus. Bronze, komm nochmal zurück, bitte kurz. Okay. Knack ja, du vielleicht, den noch mal. Vielleicht ist nur die Alarmanlage angegangen, du hast es nicht geschafft. Da stand doch, ich habe den aufgebrochen. Das stand doch da. Dann musst du aber einen Schlüssel bekommen haben. Okay, Bronze, dann probier du nochmal. Curry, komm nochmal zurück. Ja, Curry kann, kann ja den Typen abchecken. Aber genau, da sitzt keiner drin, Leute. Das Auto gibt irgendwie die ganze Zeit Gas, aber da sitzt keiner drin. Was ist denn hier los? Komm zurück, Alter. Nicht, dass das glitscht. Komm. Curry. Ich guck doch nur, was ist ja, denn? Ja, aber gleich glitscht es und dann wirst du überfahren. Ich bin ja gar nicht beim Auto. Ich stehe nur ganz weit weg. Ich will nicht den Dings übernehmen wieder, weißt du, der ganze Zeit hier Kommandos angibt. Aber ich sag's nur zur Sicherheit. Okay, ich versuch's. Weil wir haben kein Geld mehr, Leute. Wenn wir jetzt draufgehen, ist alles weg. Dann müsst ihr Äpfel farmen. Dann bin ich wieder ganz auf dem Boden. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Ja. Witzig. Okay, Bronze, hau rein. Okay, das Auto ist irgendwie gruselig. Ich komme zurück. Das ist Ghost Rider. Kennt ihr den hier? Es gibt die ganze Zeit Gas, aber da sitzt keiner drin. Sieht aus, als würde ich mir einen pumpen irgendwie. Fahrradpumpe. Wie viel Prozent hast du, Bronze? 50%. Krass, warum geht das bei dir so schnell? Ich bin Profi-Knacker. Ach, weil ja, das glaube ich. Weil du eine Lizenz hast? Weil ich ein Chinese bin, Mann. Wie viel hast du jetzt? 70. Hä? Warum geht das bei dir so schnell? Vielleicht hat er das schon mal gemacht. Wahrscheinlich. Ach, Bronze, willst du gerade sagen, dass alle Chinesen Sachen klauen, oder was? Nein. Ich habe mal gearbeitet, weißt du. Für so eine Drogenschieber-Mafia.
Okay, 100%. Der Dietrich ist abgebrochen bei 100%. Oh. Aber bei mir war der auf, Alter. Das stand das bei mir. Nee, dann stand bei dir wahrscheinlich auch abgebrochen. Nein, 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 nein. Bei mir stand, der Dings ist erfolgreich geknackt. Das ist Alarmanlage. Das muss ich an How I Met Your Mother denken, ey. An How I was? How I Met Your Mother. Welche Alarmanlage klingt denn so, ey, ganz ehrlich? Warum musst du daran denken? Weil das da auch so. Kennst du die Folge nicht, wo die da vor dem Brautgeschäft kampieren und dann die Alarmanlage? wo die dann, ja genau, wo die schlafen wollen. Ja, dann, und dann, ne? Machen die nachher mit. Sollten wir gleich auch machen, wenn der Bronze jetzt nochmal knackt, genau. Und es geht los. Dann machen wir alle 60. Mit. Oh, die Spannung steigt, meine Damen und Herren. Aber Bronze, wenn du das geknackt hast, geh 2 Schritte nach hinten, das Ding hebt kurz ab. Okay, ja, aber es ist komisch, dass der jetzt nicht auf ist oder so, oder dass du nichts hast. Du hattest ich das hab ja den aber tatsächlich geknackt, ohne Scheiß. Vielleicht, weil ich keine Lizenz hab? Lizenz zum Auto knacken oder was? Nee, aber vielleicht Führerschein oder so? Nee, Führerschein brauchst du ja nicht. Hat, 100%. Du hast nun einen Schlüssel zum Fahrzeug. Ach, du hast ihn jetzt bekommen. Guck mal. Kannst du den aufmachen? Ja, gib mal einen Schlüssel. Schieb mal hier. Ich fahr mit dem Major mit dem Truck. Schlüssel, Tempest Transporter, gib Major. Jawohl. Brotze, yo! Gib mir auch mal den Schlüssel, Brotze. Gib uns einmal den Schlüssel. Brotze, der Profi-Knacker. Brotze, Alter, was hast du früher gearbeitet, du Stil? Ja, okay, Major, rein da. Miep, 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 miep. Los, Leute, fahrt los. Geil, Alter. Wir verschärfen die Karre jetzt. Hier rumschreien. Wollen wir den nicht behalten? Lieber damit was laden, Leute? Nee, der ist nach dem Restart, ist er weg. Ja, ja, der ist weg. Nee, lass die mal echt verkaufen, Alter. Das gibt ordentlich Kohle, Mann. Ja, okay. Fahr vor, du bist unser... Ich weiß aber nicht, wo lang. Autoschieber. Okay. Warte mal kurz. Warte, ich guck mal gerade, wo ist der? Boah, der ist ganz weit oben. Aber hier muss da bestimmt in der Nähe noch einer sein. Wo ist denn hier der Autoschieber? Der ist ganz nordwestlich gesehen. Gibt nur einen. Was ist denn die dunkle Materie da oben rechts? Seht ihr das? Ja, die kannst du mit dem, mit diesen Jets kannst du die irgendwie farmen, habe ich gehört. Die dunkle Materie? Muss dann da reinfliegen oder was? Unten gibt's auch noch einen Curry, aber der ist auch nicht viel näher dran. Autoschieber. Geil aus hier drin, ne? Warte. Okay, dann fahren wir zum Autoschieber, oder was? Kiste, Mann. Ja, ja, ja. Ja, aber schon mal ein geiler Start hier. Warte mal eben, ich guck mal, ob hier im Auto was drin ist. Einen Moment. Ja, Inventar, ne? Wir sollten aber auch nicht allzu lange hier warten, ne? Das ist doch, ja. Alter, hier sind 233 Sand drin. Ja, können wir die auch verkaufen. Lass uns das wegbringen. Lass uns das wegbringen. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Siehst du das? Ach, Themen. Ja, ja, das gibt es. Ja, lass erstmal Sand wegbringen, oder? Okay, warte, Major, nicht fahren. Ich steig ein. Wo denn, Curry? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. 200 irgendwas Sand, ey. Ja, Alter, 200, Mann. Ich guck mal gerade. Sandgrube ist ganz rechts. Autoschieber gibt's auch noch ganz im Nordosten, ne? Da könnten wir auch hinfahren. Dann lass uns doch von hier aus zur Sandgrube fahren. Und von der Sandgrube aus fahren wir weiter hoch zum Autoschieber. Warte, da muss ich erstmal gucken, wie ich da fahren muss. Okay, okay, okay. Oder gibt es? Erst müssen wir klären, ob wir überhaupt dafür eine Lizenz brauchen. Ja, das ist nämlich das Ding. Also ich glaube, zum Verkaufen brauchst du schon eine Lizenz. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, doch, hast recht. Alter, gibt ja Sinn. Bestimmt gibt es voll viel Geld für Sand und so, weißt du. Aber wo ist denn... Ab zum Autoschieber. Wo ist denn der andere Autoschieber-Bronze, den du noch gesehen hast? Im Nordosten ist einer, im Nordwesten ist einer. Ja, ich glaube, wenn wir nach rechts fahren, ist näher dran, oder? Oder ist das kein Unterschied? Wie nach rechts? Wo ist denn rechts? Also rechts die Insel hoch da. Ganz oben. Genau, okay. Ja, oder lass lieber nordwestlich fahren, weil danach können wir dann direkt zur Todeskurve runterfahren. Weiter weg ist der auch nicht. Alter, das ist doch voll weit weg. Okay, okay, immer. Also ich könnte... Also für mich ist das jetzt nicht kürzer oder nicht länger, also... Meinst du im Süden oder ganz oben nordwestlich? Nordwestlich, genau. Oder? Ja. Hammer. Curry, wir sind noch nie unterwegs, ne? Du bist unser Anführer hier, nicht, dass uns jemand überfällt. Oh! Ja, okay, warte die kurz, Kiste Curry, warte kurz. Aber ihr habt Major, warte mal ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Lass mich mal kurz ans Steuer, damit ich kein Desync hab, ja? Hast du denn Blocks, Alter, ist hier vorne. Wo denn? Vor uns. Warte, geh mal kurz. Ach, die Kugel meinst du da, ne? Okay, Major, jetzt kannst du wieder. Ich geh auf Passagiersitz, jetzt kannst du da rein. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ding sicher wegkriegen. Ja, Leute, und das seht ihr in der nächsten Folge von Altes Live. Also da haben wir schon mal eine dicke Sache hier am Start, ja? Boah. Können wir jetzt erstmal ein bisschen... Oh, da hat jemand gerade sein Auto abgeschossen. Hast du gehört, Bonze? Ja. Da kommt jetzt jemand. Wo? Am besten müsst ihr jetzt mal... Boah, Vorsicht, Alter. Euch da weg. Wo kommt jemand? Er fährt einfach weiter. Aber der hat ein blaues T-Shirt an, da war nichts.
So, wer der weiß. Curry und der Bronze sind vor uns und der Major und ich sind hier im Truck. Wir sehen uns dann wieder. Oh, mega Desync habe ich gerade. Alter. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Altes Live. Übermorgen um 18 Uhr. Und drücken uns mal die Daumen. Bin mal gespannt, wie viel Knete es auf diesem Server für dieses wunderschöne Fahrzeug gibt. Wir bräuchten auf jeden Fall jetzt 11 Kilometer, haben wir vor uns. Ein langer Trip. Naja, bis zur nächsten Folge von Altes Live. Ciao. Tschüss.